Hallo, wir sind von polarpsen.de und wir stellen euch heute das neue Wappen von Auf der Horst vor. Wir haben einige Leute gefragt, was sie denken, wie das neue Wappen aussieht. Also, ich glaube, dass es sehr bunt sein wird und dass da vielleicht ein Tier drauf ist, wie immer sonst. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ja, also ich denke auch, dass da irgendwie so ein Haus sein wird, wie die halt typisch auf der Horst sind. Und ja, vielleicht noch ein Baum oder weiß ich nicht. Also jedenfalls irgendwas Buntes, nicht sowas Graues und Tristes und so. Ja. Ich würde sagen, es ist eine Taube. Grau und trostlos. Also ich persönlich stelle mir das so vor, dass man dort halt so ein Blockhaus oder ein Hochhaus oder so etwas zeigt, weil es auf der Horst halt wenig Einfamilienhäuser gibt. Und ja, ich denke genauso wie Jessica und ich wollte noch hinzufügen, also auf dem Rathaus ist ja so eine grüne Spinne und ich wüsste nicht, welches Tier man sonst für Gabs nehmen könnte, deswegen würde ich das vielleicht nehmen. Also ich würde sagen, der Hintergrund ist blau. Ja, schon nah dran, aber so sieht das Wappen nun wirklich aus. Sieht toll aus, oder? Und das ist der Künstler Christoph. Wie bist du auf das Motiv gekommen? Nun, wenn ich auf der Horst höre, dann verbinde ich damit zuerst das Planetenviertel, das wir hier haben. Und der Saturn ist ja nun das Sinnbild unseres Planetensystems. Ja, und deswegen habe ich mich entschlossen, eben den Saturn als Wappen zu zeichnen. Wie erfuhrst du von diesem Wettbewerb? Meine alte Kunstlehrerin Frau Oldhoff hat mich auf den Wettbewerb angesprochen. Und ich habe mich entschieden, dort mitzumachen. Was hast du gedacht, als du gewonnen hast? Ich war erstmal sehr überrascht, da ich es nicht erwartet habe. Denn es haben sehr viele professionelle Künstler dran teilgenommen. Ja, und dementsprechend habe ich mich auch sehr gefreut, dass mein Wappen ausgewählt wurde und erstmal in die engere Auswahl und dann später auch dann zum Sieg kam. Wieso hast du an diesem Wettbewerb mitgemacht? Einmal habe ich daran teilgenommen, weil ich Spaß dran hatte, im Kunstunterricht etwas zu entwerfen und weil ich auch mich ja, bei der Stadt ein bisschen engagieren wollte und etwas für die Stadt tun wollte.